Weiter geht's hier bei Medieval Dynasty. Willkommen zurück. Wir machen mit der Questreihe Unighost Geschichte weiter. Wir sollen nochmal mit Zambor sprechen. Wir sind gerade angekommen. Ist echt schlechtes Wetter gerade. Es regnet richtig schlimm gerade. Da ist er schon. Guck mal, er sitzt im Regen hier. So, mal gucken, was er schon wieder von uns will. Warum hat das so lange gedauert? Hallo, ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Du musst sie töten. Warte, langsam. Wovon redest du? Von der verdammten Eule natürlich. Kannst du sie nicht hören? Was für eine Eule, ich höre nichts. Bist du taub? Wie kannst du sie nicht hören? Ich halte das nicht aus. Versuche dich zu entspannen und mir das Problem zu schildern, wenn du meine Hilfe willst. Ich kann nicht schlafen wegen diesem verfluchten Vogel. Sie macht Schuhu. Ich will sie tot sehen. Warum kümmerst du dich nicht einfach selbst drum? Ich jage nicht mehr. Ist das dein Ernst? Du lebst in einer Jagdhütte. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben und ich habe es übernommen. Es gefällt mir. Zumindest hat es das, bevor diese verdammte Eule hier aufgetaucht ist. Wenn ich das fragen darf, du darfst mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Ich sehe hier keine Hühner oder dergleichen. Hör mir gut zu, du kleiner Hosenscheißer. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Aber wenn es dafür sorgt, dass du Ruhe gibst, nein, ich kaufe kein Fleisch. In letzter Zeit hatte ich mich eher an Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Verdammt, du bist so nervtötend. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan, die sind schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Das hat sich verändert, als ich deinen Onkel getroffen habe. Er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Zumindest auf eine Weise, ja. Als sich unsere Wege dann trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr, kein Blut mehr an meinen Händen. Aber wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diese Schwur zurück. Willst du das? Du musst mich entschuldigen, ich habe eine Eule zu jagen. Oh weia. Okay. Finde die Eule. Wir sollen eine Eule finden? Ah, hier ist irgendwas markiert, ja? Wir hören sie ja, ne? Was ist mit ihm denn? Er macht die ganzen Eulengeräusche hier, oder wie? Verzieh dich, ich arbeite. Und was genau machst du hier? Das geht dich nichts an. Ich denke doch. Du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel, aber ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja, die einfachsten Münzen meines Lebens verdienen. Der Rest ist mir egal. Wirklich? Ich wurde nämlich geschickt, um diese lärmende Eule zu töten. Versuchst du etwa mir zu drohen? Überlege dir gut, was du als nächstes sagst. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin es nicht, vor denen du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat. Ja? Und wer soll das sein? Zambor?
Gut, ich kenne nämlich keinen Sa... Moment, hast du Sambor gesagt? Ja, das ist richtig, ja. Hör zu, Mann, ich will keinen Ärger. Mir wurde gesagt, ich soll hin und wieder hierher kommen und so tun, als wäre ich eine Eule. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich mit deinem Boss anlege. Ich verschwinde und komme nie wieder. Bitte, lass mich einfach gehen. Entspann dich. Sag mir einfach, wer dich angeheuert hat und du kannst verschwinden. Oder glaubst du wirklich, Sambor ist stinksauer. Wir fragen ihn erstmal, wer ihn hier hingeschickt hat. Das war Wolrath. Er lebt in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Das ist alles, was ich weiß, ich schwöre. Ja, ich glaub dir. Und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Denn falls ich das tun sollte, das wirst du nicht. Es ist die Wahrheit. Ich komme nie wieder. Ja, ist in Ordnung. Du kannst gehen. Okay. Das ist also die Eule. Der Eulenmann, ja? Da wird sich Sambor ja freuen. Mal gucken, was er sagt. Und ich habe mich um deine Eule gekümmert. Ist sie tot? Nein, aber er ist fort und wird nicht zurückkommen. Er? Ich weiß, das klingt verrückt, aber es war eigentlich keine Eule. Es war ein Mann, der dafür bezahlt worden ist, eine Eule zu spielen. Was redest du denn da für Unsinn? Glaub mir. Ich weiß, wie das klingt, aber angeblich hat ihn ein Mann namens Wolrath angeheuert. Kennst du ihn? Dieser alte Hundesohn. Er hat mich wirklich dran gekriegt. Also kennst du? Natürlich kenne ich ihn. Er war einer von uns, die glorreichen 5. War er das wirklich? Die Eule meint, er lebte in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Ja, es ist nicht weit von hier. Er lebt dort mit seiner Familie und verkauft Esel. Das passt irgendwie. Ein dummer Esel war ja schon immer. Ich würde ihn gerne treffen. Und das wirst du auch. Denn du wirst ihn ein Päckchen von mir bringen. Kein Problem. Was ist denn das für ein Päckchen? Eine besondere Überraschung. Aber du musst später dafür wiederkommen. Ich brauche etwas Zeit, um es vorzubereiten. Weißt du was? Komm morgen wieder. Ich mache es etwas größer. Ja, in Ordnung. Dann sehen wir uns morgen. Ah, jetzt müssen wir schon wieder zusammen Bohr gehen. Warte auf den nächsten Tag. Ja, okay. Eieieiei. Warte auf den nächsten Tag. Was könnten wir jetzt tun? Sollen wir wieder zurückgehen ins Dorf? Oder nach Hause? Obwohl, nach Hause können wir auch erstmal nichts machen, ne? Oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Dorf und gucken. Obwohl, ich würde gerne mal hier in diesen Dorf gehen, wenn ich ehrlich bin. Barankia nennt sich das Dorf. Komm, das machen wir. Wir gehen jetzt nach Barankia und gucken mal. Ob es da welche Frauen gibt, die nicht verheiratet sind. So, nicht mehr weit. Und wir sind dann in Barankia. Und wenn wir hier so mal auf die Karte gucken, sehen wir jetzt die ganzen einzelnen Jagdgebiete, ja, was wir hier so alles finden. Zum Beispiel hier sind Wildschweine, hier sind Hirsche, Falken und so weiter. Also das sehen wir alles, Hase. Das finde ich ganz cool, dass es auf die Karte angezeichnet ist. So, auf jeden Fall ist das hier das nächste Dorf, wo ich mal einfach mal reinschauen möchte. Aber es regnet, es wird wahrscheinlich keiner draußen sitzen, oder? Doch. Doch, die sitzen wirklich alle draußen. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Hier sind ganz viele Frauen. Guck mal. 1, 2, 3, 4. Einer davon wird bestimmt... wir gucken erstmal, wie alt die sind. Also die sieht auf jeden Fall noch jung aus. Die ist 21, guck mal. Ah, Zugeneigung, 0%, okay.
Na, guck mal, wir können sogar Leute anheuern. Wir können sogar Leute jetzt anheuern, die bereit sind, uns anzuschließen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Ja, wir können sie quasi hier fragen. Aber das wird erstmal nichts bringen, weil die Zuneigung halt auf 0% ist, ne, glaube ich, ne? Erstmal möchte ich gerne mit ihr ein bisschen flirten. Wir machen mal einen auf Romantik. Ist auf jeden Fall 21. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Oder ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ah, ich habe eine Kleinigkeit für dich. Goodbye. Was können wir ihr denn schenken? Irgendeine Rose oder so? Oder irgendwie eine Blume oder so? Ich weiß nicht. Kauft dir irgendeiner was? Ah, da hinten ist, hier verkauft einer was. Wir gehen mal gucken. Be welcome, stranger. Wo finde ich? Zeig mir deine Ware. Genau, so. Was hat er denn hier? Gänseblümchen. Ein Kraut. Kann gegessen und weitergearbeitet. Nee, hat er nicht irgendwas Tolles, was man schön verschenken kann? Nee, hat man nicht, ne? Schade. Dann hätten wir erstmal sofort ein Geschenk gemacht, ne? Aber hier sind... Hier verkauft keiner mehr Sachen, ne? Schade. Egal, wir probieren es mal. Bei der Frieda. Frieda. Wir machen einen auf Romantik. Und ja, du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Hast du Brüder oder Schwestern? Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht? Bevorzugst du sonnige oder regnerische Tage? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Nee, das mit dem Wetter müssen wir fragen, oder? Zuneigungsänderung plus... schön. Es hängt davon ab, was die Pflanzen im Moment brauchen. Ausgewogenheit ist wichtig. Schön. Woher kommst du? Bitte erzähl mir etwas über deinen Geburtsort. Ich erinnere mich nicht viel vor dem Waisenhaus. Wir nannten es das Haus. Einfallsreich, nicht wahr? Es war nicht viel, aber wenigstens konnten wir uns so fühlen, als würden wir irgendwo hingehören. Okay. Ah, okay. Also Zuneigung schon mal bei 10%, ja. Nicht so wichtig. Wir machen das mal weg hier. Ah, schön. Errichte Gebäude, Jagdhütte. Aha. Wir haben wieder neue Quests bekommen, sehe ich gerade. Es ist verdammt laut, dieser Regen, ne? Wir sollen eine Jagdhütte errichten, okay. Und wir sollen Wildschwein, Fuchs, also entweder Wildschweine oder Füchse jagen. 3 Stück, okay. Und warte auf den nächsten Tag, genau, das ist auch, okay. Ja, cool. Das Problem ist, wir können jetzt, wir könnten natürlich jetzt versuchen, die Zuneigung irgendwie ganz, ganz hoch zu hauen. Und dann können wir sie fragen, ob sie uns anschließen möchte. Also Bock hat, unsere Siedlung halt mit aufzubauen und so. Das Problem ist aber, sie hat kein eigenes Haus. Ja, wir müssten eigentlich, normalerweise müssten wir wieder zu uns nach Hause und... So, guck mal, wir können das hier ab. Also normalerweise müssten wir nach Hause und noch ein zweites Haus bauen. Für sie dann. Aber hier. Ah, schön. Hier können wir die ganzen Sachen ändern, ne? Sehe ich gerade erst. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Fallen nicht, Lager nicht. Wie haben wir das denn gemacht hier? Jetzt habe ich hier irgendwas umgestellt. Aber es geht nicht mehr so wie vorher. Wegpunkt, Filter. Was ist die? Toll. Es ist nicht mehr so die Karte, die ich vorher hatte. Das ist ja blöd. Na egal. Okay. Ja. Wir können natürlich jetzt hier Frieda. Also ich würde auch sagen, wir gehen auch nochmal nach, später nochmal nach Gastovia. Und da werden wir mal gucken, ob wir da irgendwelche Geschenke finden für Frieda. So ein paar Blümchen oder so.
Oder vielleicht ein bisschen Schmuck oder so. Ja. Gucken wir mal, was wir für Frieda finden. Und dann kehren wir wieder zurück hier, in dieses Dorf zurück hier. Und vielleicht verliebt sich Frieda ja in uns. Das wäre ja schon mal was. Okay, weiter auf den nächsten Tag. Dauert noch ein bisschen, ne? Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch. Wir reisen jetzt erstmal wieder zurück nach Gastovia. Ja. Gucken wir, was wir da noch so Tolles kriegen. Dann schauen wir mal, ob es schon wieder später am Abend ist, ob wir dann wieder schlafen gehen können. Wir müssen erstmal hier lang. Ja, schauen wir mal. Da sind wir auch schon wieder hier in Gastovia. Jetzt schauen wir mal, ob es hier nicht noch mehr Händler gibt, die uns irgendwas Tolles andrehen können. Ich glaube, der Typ hier, das ist doch ein Typ, der immer irgendwas verkaufen kann, oder? Nee, das war nur der Fuhrmann. Nee, das war nur ein... Ja, mit diesem Fuhrmann können wir natürlich auch, ja, fahren, ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, wenn wir mit denen fahren, ich brauche eine Mitfahrgelegenheit, genau. Da können wir natürlich aussuchen, wohin wir reisen möchten, ja? Aber ihr seht ja diese ganzen Preise hier. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen teuer alles. Boah, das ist richtig teuer. Wenn man überlegt, wir haben gerade nur mal, ja, 216 Münzen haben wir. Das ist schon echt krasse Preise, deswegen laufe ich auch lieber. Wir können es uns noch nicht so leisten. So. Jetzt gucken wir mal halt, ne, wer irgendwas Tolles verkaufen könnte. Wo finde ich... Zeig mir die Ware, ja, genau, so. Kirschen? Nee, Kohl, genau. nee. Irgendwas, was wir verschenken können. Hier ist niemand, ne? Doch Edwin. Edwin verkauft auch Sachen. Mal gucken, was er so verkauft. Zeig mir deine Ware. Flacher Strohhut. Dünger. Dünger können wir auch weiterverkaufen. Mehl, Stroh, Säckchen. Nee. Gibt es denn hier keinen Händler? Ah, hier werden wahrscheinlich nur Backwaren oder so verkauft, ne? Irgendwas zu essen, ne? Ah, hier werden, ja. Schade. Verkauft einer von euch irgendwas? Sobimir ist ein Viehhändler, glaube ich, ne? Von denen können wir Kühe kaufen, ne? Denke ich mal. Dung und so, genau, das ist nämlich... Nee. Schade, jetzt sind wir ganz umsonst hier hingelaufen, oder wie? Weil mehr gibt es hier nicht. Nee, von den Mädels verkauft auch keiner was. Schade. Okay. Ja, wir sollen immer noch auf den nächsten Tag warten, aber... Was wir machen könnten, ist eine Jagdhütte bauen. Bei uns im Dorf. Auch wenn man das noch nicht Dorf nennen kann. Also wir werden hier irgendwo eine Jagdhütte bauen. Wir gucken mal. Ja, wir latschen dann nochmal hin. Ich kann sie schon sehen. Unsere Hütte. Wir sind endlich da. Ja, wir bauen uns erstmal eine Jagdhütte, würde ich sagen. Und ja, eine Jagdhütte. Also erstmal will ich sehen, wie das aussieht. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Da, Gebäude, Jagdhütte, Jagdgebäude. Das hier, achso, was können wir denn noch machen? Jagdhütte 2, Fischerhütte und Fischerhütte 2, okay. Nee, wir sollen ja eine... Ah, wir haben nicht genug... Oho. Stopp mal. Vor uns... Ist ein Hirsch oder wie?
Nee, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Wir gehen mal lieber weg. Wir jagen da jetzt nicht. Wir gehen mal in unsere Hütte, da regnet es wenigstens nicht. So. Jetzt nochmal. Wir wollen ja eine, oder wir müssen eine Jagdhütte bauen. Und wir können die noch gar nicht bauen, weil wir noch keine, nicht genug Technologiepunkte haben. Wir brauchen noch 20. Technologie überleben, genau. Das haben wir noch gar nicht. Technologie. Jagen, Diplomatie, überleben. Okay. Überleben. Ja. Wie gut du in Sammeln bist und darin in der Wildnis zu überleben. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Warum müssen wir denn da drin überleben? Ja, also auf jeden Fall Technologie überleben. Brauchen wir noch ein paar Punkte. Gut, machen wir das. Aber es ist schon wieder spät abends. Aber wir könnten ja noch ein bisschen sammeln hier, oder? Disteln könnten wir auch sammeln. Wir könnten auch mal wieder hier... dafür brauchen wir einen Löwenzahn. Wir könnten natürlich auch mal Kräuter sammeln. Weil erstmal können wir damit schnell unseren Überlebensskill ein bisschen hochleveln. Woran haben wir das jetzt gerade erkannt? Warte mal, Technologie da... Ja, genau, das ist es ja unter Technologie. Wir haben 31,5 Punkte haben wir jetzt. Jetzt möchte ich mal gucken, wie schnell wir da hochskillen. So, jetzt haben wir ein paar Blümchen gepflanzt. Nochmal unter Technologie und unter Überlebenstechnik. 33 Punkte, okay. Also geht doch relativ schnell, ne? Was ist denn, wenn wir... Das ist die Axt... Technologie, nochmal kurz gucken. 33 Punkte, aber wenn wir hier schlagen, bekommen wir ja, das zählt ja nicht unter Sammeln, oder? Nee, das zählt nicht unter Sammeln. Nur wenn wir die Birke zerschlagen und sammeln, ja? Weil ich möchte noch ein bisschen Holzstämme sammeln für... Die zweite Hütte und auch für die Jagdhütte. Weil die zweite Hütte bräuchten wir dann halt noch, wenn wir die ersten Einwohner hier einziehen lassen wollen. Wir können ja keine neuen Oh, jetzt ist unsere Axt kaputt. Wir können ja keine Leute hier ranholen, wenn die nicht nirgendwo pennen können. Jetzt gucken wir nochmal. Nee, nur 33 Punkte. Schade. Wir müssen gucken, dass wir so einfach irgendwelche Sachen sammeln vom Boden, dass wir da auf 50 kommen. Jetzt machen wir erstmal das Feuer an. Es ist ja verdammt dunkel hier. Jetzt brauchen wir noch eine Axt, ne? Jetzt ist sie kaputt gegangen. Ja. Wir machen auf jeden Fall den Stock machen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da erstmal Holzstamm rüberpacken, ja. Den Pelz packen wir auch rüber. So, das auch, das hier auch. Steinmesser haben wir auch noch. Löwenzahn. 3 Gesundheit, 40 Sekunden Effekt auf 15% geringer Ausdauerverbrauch. Aber das ist schön, ne? Löwenzahn ist ganz cool. Aber ich denke mal, dass wir hinterher auch die ganzen Kräuter brauchen für irgendwelche Tränke vielleicht. Fleisch, Fladenbrot, Disteln, ja. Ist verdammt dunkel, ne? Aber das Schöne ist, im Dunkeln sehen wir die Blümchen ganz gut, ne? Wir sammeln jetzt einfach mal ganz, ganz viel, bis wir auf 50 sind. Ich möchte unbedingt diese Jagdhütte bauen. Ah, hier wächst echt viel Gänseblümchen. Das geht schon echt schnell, ne?
Ja, wir sind schon wieder dreckig. Echt? Wie können wir denn dreckig sein? Es regnet doch. Oho, was haben wir da denn? Sieht die uns nicht? Aber solange wir Essen haben, müssen wir auch nicht töten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, neues Level Überleben. Ah, haben wir es doch geschafft. Ich wollte nämlich gerade gucken. Technologie. Da, Überlebenstechnik. 40,8 Punkte. Nee, doch nicht. Ah, wir sind bei den Fähigkeiten, sind wir aufgelevelt, okay. Überleben. Überlebenskenntnisse. Neues Level, plus 10% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten. Ja, das drücken wir auch nochmal rein. Level erhöhen, natürlich. So, aber bei der Technologie... Wir haben 2 Level hier. Ah, wir haben noch einen Punkt, okay. So, jetzt haben wir das erstmal ausgeskillt. Nochmal unter Technologie. Überlebenstechnik. Und zwar, wenn wir 50 Punkte haben, dann schalten wir diese Jagdhütte 1 frei und wir können hinterher auch hier Sachen kaufen, ja? Steinspeer, nicht genug Technologie. Ah. Wenn wir 50 Punkte haben, können wir diesen Steinspeer noch dazu kaufen. Dass wir den wahrscheinlich bauen können. Das wird sehr, sehr interessant werden, ne? Das wird sehr, sehr interessant werden. Aber wir müssen noch ein bisschen sammeln. Ja, Steine möchte ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Die sind so schwer. Die Taschen so schnell voll. Weil mit Kräuter sammeln könnte man das echt schnell leveln, ne? Oh, oh. Vor uns ist da ein Tier. Aber es greift uns nicht an. Das ist schon mal gut. Solange es kein Wolf ist oder ein Bär oder was auch immer. Ist das in Ordnung? Hm, ich hatte gedacht, dass wir ein bisschen mehr... Ah, guck mal, hier ist ganz viel Johanniskraut. Boah, hier wächst so viel Zeug. Sollten wir aber mal langsam auf 50 kommen hier. Ich habe schon ein bisschen Schiss, ne? Alles, was sich bewegt, könnte gefährlich sein hier. Nochmal, Technologie haben wir jetzt, komm. 49,6, guck mal, jetzt haben wir gleich 50. Endlich. Ah, schön. Neues Gebäude freigeschaltet, Jagdhütte 1. Wir können sie endlich bauen. Wir können endlich eine Jagdhütte bauen. Jetzt möchte ich jetzt noch mal kurz gucken, wie groß die auch eigentlich ist. Jagdhütte 1. Eine Jagdhütte, die hier beschäftigten Arbeiter liefern bei der Jagd gesammelte Rohstoffe. Zu seiner Einrichtung zählen ein Trockengestell und eine Werkbank. Hier zum Beispiel in dieser Jagdhütte 1 können wir 2 Leute beschäftigen. Aber wir haben ja noch keinen. Ja? Wir haben noch keinen. Okay. Ja, also wir haben noch keinen. Es würde wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir zu der Jagdhütte auch noch so ein Häuschen hier bauen, wo wir, ja, also hier zum Beispiel passen ja 3 Leute rein, ne? Hier passen ja maximal 3 Leute rein. Bei uns selber nicht, also wo wir drinnen wohnen, da kann kein, Siedler mit reingehen. Sondern brauche ein eigenes. Ja, das könnten wir natürlich machen, ne? Wir bauen hier neben noch eine normale Hütte. Können wir das schon mal planen soweit? Ach nee, lass uns lieber erstmal schlafen gehen, dann ist es hell. Oh, was ist das denn hier? Fahrender Händler. Was ist das denn? Das ist auch ganz neu, das kenne ich noch gar nicht. Ein fahrender Händler besucht deine Siedlung. Okay. Er präsentiert dir seine Waren und erzählt dir Geschichten über die Fernländer, die er bereist hat.
Außerdem sagt er, dass er dir ein paar Tricks beibringen könnte, mit denen du bessere Geschäfte machen könntest. Für einen Preis, versteht sich, okay. Wir können jetzt hier drei Sachen aussuchen, Antwort wählen, ja. Sicher, ich könnte ein paar gute Ratschläge gebrauchen. 200 Münzen kostet das. Und Diplomatiefertigkeiten von 0 bis 9.0, okay. Lehne höflich ab. Zeige ihm, dass du mehr weißt. Aha. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte erstmal ungern Geld ausgeben. Deswegen lehnen wir das erstmal ab hier. Schön. Ja, wir sollen auch wieder zu Sambor zurückkehren. Aber ich würde sagen, das machen wir später. Das machen wir später. Wir planen jetzt erstmal noch eine zweite Hütte. Ja, die setzen wir einfach mal links daneben. Ja, so machen wir das. Erstmal eine zweite Hütte bauen. Häuser, da. Einfaches kleines Haus, natürlich. Mal gucken, können wir das auch ein bisschen... Ah, schön. Dann sehe ich das von ein bisschen vom Weiten. Müssen wir so viel Abstand halten? So, das wird auf jeden Fall die zweite Hütte. Wir gucken mal, ob wir überhaupt noch einen Hammer haben. Ja, den haben wir noch. Achso, den haben wir auf 3. Da. Machen wir erstmal das Fundament. Dann sehen wir mal so die Grundfläche. Jetzt brauchen wir noch mehr Steine. Haben wir hier noch Steine drin? Eisenerz? Oder haben wir überhaupt keine Steine reingepackt? Nö. Okay. Dann gehen wir mal eben auf Steinesuche. Ah, hier sind auch noch welche. Guck mal, hier sehe ich da noch welche. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir noch, ne? 4 und 1 zur Reserve. Falls einer kaputt geht. Ja, Baumstämme brauchen wir auch wieder, ne? Also Holzstämme. Und 9 Holzhammer brauchen wir auch noch, okay? Ja, alles geht kaputt. Nichts hält ewig. Holzstamm 1-mal und Stock 10-mal, okay. Das hätten wir eigentlich hier drin, ne? Holzstamm, das nehmen wir mal mit. Und Bretter nicht. Da, Stock. 105 Stück haben wir. Ah, wir sind ein bisschen überladen, aber das macht nichts. So. Holzhammer. Den rüsten, oder den müssen wir sogar ausrüsten. Wo ist denn der Holzhammer? Ach da. Ausrüsten auf 2. So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Oh nö, ne. Jetzt brauchen wir so viele Holzstämme. Aber wir haben gar keine Holzaxt, ne? Oder Steinaxt. Warum sage ich Holzaxt eigentlich? Steine brauchen wir ja wieder. Schön. Ich verstehe gar nicht, warum wir keine Steine auf Reserve hatten. Und irgendwie werden die Dinger immer seltener. So, jetzt haben wir eine Steinaxt. So. Ah, wir brauchen sofort ein bisschen mehr. Aber wir können gar nicht mehr so viel tragen, oder? Hoch, jetzt ist der ist schon gleich im Wasser hier. So, jetzt sind wir ein bisschen leicht überladen. Wir. Oh, weia.
Nee, das ist uncool gerade. Wir können sogar sprinten, aber man merkt kaum den Unterschied. Ah, wir hätten sogar eine Holzschaufel. Wir könnten da noch die Bäume mit ausbuddeln, ne? Hier vorne. Ich denke mal, dass eine Jagdhütte kleiner sein wird. Nee, nicht Steinachse. Ich wollte eigentlich die... Da, den Holzhammer. Den brauchen wir. Nochmal dreimal Holzstamm. Na komm, jetzt besorgen wir auch wirklich nur dreimal Holzstamm. Oder wir könnten auch mal was ausbuddeln mit der Schaufel, ne? Ah, hier vorne gerade nicht. Oh, da oben ist ein Falke. So. Ah, in unserer Falle ist schon wieder ein Häschen drin, ne? Tatsächlich. Aber den sammeln wir noch nicht. Machen wir später mal. So. Zweimal Holzstamm. Ja, wir sind schon wieder leicht überladen. So, und jetzt möchte ich das gerne mal mit der Holzschaufel ausprobieren. Ah, wir bekommen einmal Holzstamm, wenn wir so ein Ding hier ausbuddeln. Schön. Ah, okay. Ja, Stock haben wir genug, ne? Dann können wir das ganze Ding hier bauen. Aber wir haben gar nicht so genug Ausdauer. Wir können ja schon mal in der Zwischenzeit mal gucken, wie das aussieht mit dieser Jagdhütte. Wie groß die ist. Oho. Also so eine Jagdhütte ist schon groß. Ich würde sagen, wir machen hier noch hinterher, machen wir noch ein, zwei Wohnhäuser hin. Würde ich mal so sagen, danach dahin. Ich möchte hinterher, dass wir hier quasi so ins Dorf gehen oder so. Ungefähr, dass wir hier so einen Hauptweg machen. Ja, wir machen hier später so einen Hauptweg in unseren Dörfchen rein. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Wir können natürlich auch die Jagdhütte hier einfach hier nebenbauen, neben unserer Hütte, ne? Da ist ja noch genug Platz bis zum Weg. Ja. Das können wir natürlich auch machen. Muss ja nicht alles gleich aussehen. So, wir machen jetzt einmal Gebäude, Jagdhütte, so. Ah, die können wir schon ein bisschen näher dran bauen, okay. So, dann haben wir nämlich jetzt zwei Sachen gleichzeitig so ein bisschen am Laufen, aber wir machen natürlich eins nach dem anderen hier. Und dass wir schon mal so dass die Pläne schon mal da sind, wie es gebaut werden soll. Wir brauchen so viel Holzstamm. Cool wäre ja, wenn wir ja sowas wie einen Karren haben, ne? Sowas wie einen Karren haben, wo wir halt Holzstämme drauflegen können und damit mehr transportieren können. Es gibt Hindernisse, die die Baustelle blockiert. Was denn? Nicht genug Rohstoffe. Ja, weil wir keine Holzstämme haben, ne? Können wir hier noch bauen, irgendwas? Holzstamm.
Holzstämme, ich lese nur noch Holzstämme hier. Doch, hier, guck mal, hier gibt noch. Hier brauchen wir noch Stock. Holzstamm, Holzstamm. Brauchen wir denn nicht? Für das Dach bräuchten wir doch auch dieses Schilf hier, ne? Stroh, genau. Mhm. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Stein. Naja, gut, auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Wir müssen diese beiden, hier, die Jagdhütte und das normale Häuschen. Steht das ein bisschen höher oder so? Ja, also das Häuschen da steht ein bisschen höher wie das, glaube ich, ne? Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier Gefälle drin haben, ne? Ja. Na gut, macht doch nichts. Gut, Leute, wir haben noch jede Menge zu tun, aber wir machen erst in der nächsten Folge weiter. Und ich würde sagen, ich werde noch ohne euch ein wenig jetzt Rohstoffe sammeln gehen. Und zumindest werde ich das normale Häuschen fertigstellen ohne euch. Und noch so ein paar Rohstoffe sammeln, damit wir gemeinsam noch die Jagdhütte bauen können. Ja, wie gesagt, wir machen erst in der nächsten Folge weiter und in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal, ja, ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten Folge machen sollen oder erst danach, Wildschweine jagen oder Füchse. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Respekt vor Wildschweinen, ne? Wir gucken mal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin, bye bye.